Das ist der unser dritter Hürdensprint bei den Siebkämpferinnen mit Verena Preiner vorne, Mareike Arndt, Verena Preiner und 13,42 Sekunden. Ja, auch dieser Lauf geht mit persönlicher Bestleistung weg. 13,42 Sekunden für Verena Preiner. Und wir sind bei Ivona Dadic. Zweiter Versuch, 1,80. Die Latte bleibt liegen, 1,80, Ivona Dadic. Verena Preiner, auf die 1,80 nimmt sie noch. Macht hier einen richtig guten Siebenkampf und persönliche Bestleistung im Kugelstoßen, 14,34 Meter. Und jetzt ihre Landsfrau, Ivona Dadic, erster Versuch im Kugelstoßen. Das war ja mal ein Wort von Ivona Dadic. Klar, der beste Versuch bisher im Wettkampf. Und 14,44 Meter. Nochmal über 14 Meter. Und das ist nicht zum dritten Mal die 14,10 Meter, sondern das ist mehr. 14,54. Mareike Arndt mit dem besten Kugelstoßversuch der gesamten Konkurrenz zieht an Ivona Dadic im Kugelstoßen vorbei. Ivona Dadic, Mareike Arndt, Verena Preiner, Anna Maywald, die 200 Meter. Mareike Arndt gewinnt den Lauf. Mareike Arndt. Inoffiziell 23,71 Sekunden. Eins, vier Disziplinen, vier persönliche Bestleistungen, großartig. Im Weitsprung zuletzt über 6,30. Ah, auch der war nicht schlecht. In etwa dorthin, wo sie auf Teneriffa gesprungen ist, wollte sie auch heute. Das geht natürlich nicht, wenn man so viel am Brett verschenkt. Dennoch 6,16 Meter, gute Weite für Verena Preiner. Besonders schwierig die Bedingungen beim Weitsprung, denn der Wind frischte auf und kam mal von vorn und mal von hinten. Hier sehen Sie es, leichter Gegenwind für Verena Preiner. Ja, aber das Schwierige, Willi, sind diese Böen, die dann plötzlich kommen und sich immer nicht widerspiegeln unbedingt in der Messung. Das ist Ivona Dadic, die eigentliche Top-Österreicherin in ihrem ersten Durchgang. Hält ja den
österreichischen Staatsrekord mit 6.552 Punkten, vierte der Europameisterschaften. Und sie hat ein bisschen mehr Glück gehabt. Leichter Rückenwind, 6,20 Meter zum Auftakt für Ivona Dadic und Dwight Phillips, den wir vorhin gehört haben. Der gibt da noch ein paar Tipps. 5 cm Rückstand hat sie nur noch auf Verena Breiner, was Weitsprung anbelangt. Und sehen es, extrem wechselnde Winde in der Arena. Dadic, es geht um Zentimeter. Dritter Versuch, Verena Breiner. Zwei gute hat sie schon abgeliefert. Und dann dieser, der fliegt und landet bei fast 50 Metern. Und wie kann es anders sein? 5. persönliche Bestleistung in der 6. Disziplin. Verena Breiner in der Form ihres Lebens, weiß auch Trainer Wolfgang Adler. Nochmal 2 Zentimeter weiter als bislang. Irre. Nach wie vor auf Landesrekordkurs. 6.600 Punkte sollten heute sogar drin sein. Für beide, für Dadic und für Breiner. Ein Wahnsinnswettbewerb, ein super Duell der beiden. Und wieder Dadic an der Reihe. Ja, aber sie hat sicherlich was dagegen, dass Verena Breiner ihr den österreichischen Staatsrekord abknüpft. Also muss sie jetzt kontern. Letzte Chance, letzte Möglichkeit für Ivona Dadic noch weiter zu werfen und Punkte gut zu machen. Und er fliegt auch gut. Ganz nah ran an die 50 Meter Marke. Da haben dann die Hinweise des Olympiasiegers, die Hinweise von Andreas Thorkildsen, dem Norweger, den wir gerade gesehen haben, anscheinend geholfen, auch wenn das noch ein bisschen zaghaft daherkommt. Ich glaube, die beiden haben noch Potenzial in der Zusammenarbeit. Aber immerhin 49,64 Meter. Nochmal 6 Zentimeterchen weiter als ihre Landsfrau. Und ich muss sagen, Tim, das war ein wirklich furioses, ein elektrisierendes Duell über 2 Tage hier zwischen den beiden Österreicherinnen, Verena Breiner und Ivona Dadic. Da haben wir die beiden. Und alles andere als ein Lauf von vorn von Verena Breiner wäre eine faustdicke Überraschung. Die kann 2,08 und ein bisschen was, 2 Sekunden langsamer die Bestleistung von Ivona Dadic. Die wiederum müsste 1 Sekunde schneller sein als Breiner, um am Ende heute vor ihr zu sein. Das aber schon genug des Rechnens, denn das ist die Theorie und die Praxis ist Breiner vor Dadic. Ja, Breiner vor Dadic, genauso wie sie es auch im Training ganz oft gemacht haben, als sie noch den ein oder anderen harten Tempolauf zusammengeknüppelt haben auf dem Google in Linz, dem Sportzentrum da in Österreich. Und die spult das hier ab wie so ein Uhrwerk, das eigentlich aus dem Nachbarland bekannt ist, aus der Schweiz. Aber die wissen genau, das haben sie 1000-mal gemacht im Training, wie sie das angehen müssen, welchen Schritt. Wir schauen mal auf die Zeit. Eine gute Minute, die Glocke läutet für die 2. und letzte Runde. Für die meisten, Tim, ist das hier eine Tortur, ist das eine Quälerei. Die sagen, diese 800 Meter, die nerven, die quälen, die will keiner mehr. Sie sagt, ich bin entspannt, ich bin locker, schon als Kind bin ich gern gelaufen. Meine Eltern haben mich zu Straßenläufen mitgenommen, Verena Breiner. Und deshalb habe ich es schon immer gern gemacht, dieses Laufen. Und deshalb ist das für mich auch keine Plackerei. 2:10:35 muss sie laufen, dann ist sie neue österreichische Landesrekordin. Ja, aber guck mal, was das für eine Demonstration der Stärke ist. Und auch für ein Signal, auch wenn die beiden sagen, die verstehen sich gut. Da gibt es keinen, wie nannte man das früher im Eisschnelllauf, Zickenkrieg oder so. Aber sie will ihr auch ganz deutlich zeigen, hör mal zu, ich bin jetzt hier die Nummer 1 in Österreich und sie ist auf dem besten Weg dazu. Verena Breiner auf der Zielgerade jetzt. Verena Breiner auf den letzten 100 Metern. 6.600 Punkte locken. 6.552 im Moment die magische Marke von Ivona Dadic. Und die wird sie heute knacken. Da bin ich relativ sicher. Nur noch ein paar Sekunden. Wahnsinnszeit. 2:10:35 muss sie laufen. Und sie läuft hier eine super neue Bestleistung. 2:07:75. Und das schauen wir hin. Anna Maywald, 2. vor Mareike Arndt. Auch eine tolle kämpferische Vorstellung noch. Und Ivona Dadic auch im Ziel. Und jetzt sind natürlich alle völlig entkräftet. Das gilt auch für sie, für die neue österreichische Staatsrekordhalterin, wie es die Nachbarn ausdrücken.